Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Da sind wir schon bei der Staffel 2. Und letzte Folge habe ich euch den Hof gezeigt und mit Dreschen angefangen. Und heute mache ich gleich mit Dreschen weiter, würde ich sagen. Und heute wären wir dann auch schon fertig. Können wir das Getreide einmal einlagern und dann irgendwann mal ein paar Hühner kaufen und denen das geben. Das ist Getreide hier. Oder soll ich wieder machen? Weil können wir theoretisch auch noch mehr Felder dann nehmen. Weil wenn ich den Weizen alles verkaufe, kann ich natürlich dann kriege ich mehr Geld und kann mir Felder kaufen. Aber dass wir dann so große Bauer werden mit vielen Feldern. Also noch mehr Felder. Also ich habe jetzt schon 6 Felder, das sehe ich schon was. Davon halt 4 Graswiesen. Nein, hier ist so mehr Felder, wo man auch Getreide anbauen kann und das Getreide hat. Müssen wir noch gucken. Aber ich glaube, es wäre eigentlich besser, wenn wir das so machen. Aber Kühe würde ich mir schon nehmen, weil die Milch produzieren ja ganz schön viel, wie ich finde. Und von daher würde ich das so machen. Also Milch produziert nicht viel und Milch gibt auch viel Geld. Und Hühner machen halt nicht so viele Eier. Dafür geben die auch Geld, aber ich weiß nicht so. So. Und auch gleich schon wieder voll, perfekt. So, ich bin noch dreimal da hochgefahren ungefähr. Nein, was ist das ungefähr vielleicht? Es gibt ne, ich gehe erst ein paar 700, jo, das wäre gar nicht schlecht. Hat sie nur 800, perfekt. Hafer gibt, ne, Hafer gibt immer so massives. Irgendwie immer. Da wisst ihr was, ich fahr gleich runter, weil das Rohr ist ja auf der rechten Seite. Linken Seite, immer. Und ich bin gleich voll, dass ich hier unten einfach so beischätze. Kann schon mal oft machen. Soll ich gleich voll sein, oder? Aber perfekt. So. Und jetzt kurz, von dir. Dann auch gleich laufen lassen, weil ich bin eh gleich fertig. Aber kurz da bisschen. Ja, Strohbedankung. Den lassen wir kurz zum Ende. Alles passt, wie auf Kurs ist.
Da habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich fahre hier gleich überlassen. Also hier ein bisschen schräg ist. Na mal. Was soll der? Na gut, so leicht fällt der aus. Der hier am Stützer. Ah, ich hab doch mal einen Zug gemacht. Komm hier wieder vorne. Hopp da vorne mal zurück. Komm hier wieder rauf. Ja, schön. So, jetzt. Komm jetzt ungefähr noch einmal oben. Ich glaube, mein Name ist jetzt das Haske, glaube ich. Aber was ist schon? Oh, letzte Folge recht kaputt haben. Letzte Folge. Recht kaputt haben wir nicht herfahren. War das letzte Folge? War es kaputt? Ah ja. So. Vorsicht. So ein kurzer Gedächtnis, weiß ich mal, was ich letzte Folge gemacht habe. Das war gestern. So. Ah, jetzt habe ich es gemacht. Auf vorne aus, weil das sind mit einer einmal vorhin jetzt so ausgehen. Hoffe zumindest. Das Mähwerk ist wie gemacht fürs Feld. So, dann können wir das mal ausschalten. Das Rohr ausfahren. Wartet, Leute. Vor kurz vor mir, weil sonst ist es wieder, dass das Rohr nicht endlich geht. Also, ein Anhänger dran zu da fordern ist. Alter, steht hier schief. Ja, das passiert dann meistens. Also, das Getreide von hinten druckt, das noch ein Meter schön ist. So, jetzt können wir abladen. Ja, perfekt. Ich muss hier zuklappen. So, Kabel abhängen. Oh, das muss ich jetzt kurz machen, sorry. Oh, eine Meterschwelle für dieses Mal abstellen. So, dann kommt mal der Träger vom Feld. Und der Logan dann mal das nächste Mal. Mir ist gerade aufgefallen. Natürlich, hier auf der Map gibt es gar kein Silo. Er wird gerade jetzt erst festgestellt. Also ich habe meine eigene Farm gemacht. Da habe ich noch gar kein Silo. Und das platziere ich aber mal nicht in der Aufnahme, weil es kann ein bisschen dauern, Platz suchen und das. Darum lassen wir dann jetzt einmal so stehen. Und nehmen wir uns hier den anderen schon dir mit der Ballenpresse. Und fahren mal zum unseren Feld hier hoch. Kommen wir hier gleich durch.
Ah, das hier, glaube ich, unser neuester. Also von den zwei Schundiers, das ist der neuere hier. Muss ich hier, glaube ich, gleich links steuern. Warte, lass ihn mal kurz fahren. Genau hier, perfekt. Link auch noch mehr. Und gleich kurz aus. So, nein. Ah, ich glaube, das ist okay, gar nicht so viel weg, Mann. Hier sind wir rausfährt. Mit Panne. Perfekt. Und dann können wir hinten mal wieder aufklappen. Oh, kann man hier mal runterlassen. Anschalten, das gute Ding. Das ist aber super, kein Mann, man merkt es voll. Ein paar PS, meine. 150. Jo, die Feuerwehr wird nur an der Erde. Und die Sprotzen lasse ich ja nicht mehr. Wie viel PS sind das hier mir vor? Dann denke ich noch kurz um, so. Wie viel PS hat der Neiche schon hier? Ist der Neiche der 140, der hat eben nicht gestorben. Der hat 195, der hat 125 und der steuert 175. Der stärkste ist der Fendt. Und dann der Steuer und dann der hat schon den, was ich jetzt habe und den ich abgetankt habe und das ist der Schwester. Also wieder vergessen. Sollen wir dann gleich den ersten Point in der Point Quest zusammenfressen, glaube ich? Alter, das sehen wir schon. Ah. Oh na, was wird denn das jetzt, wenn ich da bergauf fahren muss? Sollte schon der Park? Ah ja, das geht schon. Da sind wir hier drauf, wie ein Weltmeister. Laufen wir von auch wie ein Weltmeister, oder? Hallo?
der erste Bauern schon leben, oder? Ja. Ah, jetzt ist er vielleicht der erste. Ja, doch, das ist schon der zweite, Mann. Da war ein Freund der erste jetzt, ja, Mann. Jetzt da. Ah, geht da endlich. So, gut zurück. Jetzt muss ich erst sein, von außen gefunden. Jetzt haben wir auch für das wäre ein kleiner Kram vorbei, sonst. Oh ja, Mann. Sonst geht's eigentlich. Kleiner Kram ist ein anderer. Ah. So machen wir es noch die Folgen, dann ist schon wieder die Folgen auch gleich. Ah, das ging wieder was auf uns. So. Müssen wir uns konzentrieren, dass ich es mitbringe. Oder mischen. Ja, perfekt. Anna. Ich sehe schon gerade Flächen, oder? Macht der schon wieder Park den auf und mehr so da. Wachsam, oder? Keine Ahnung, was das ist. Okay, jetzt lassen wir die Runden alle fertig fahren. Das draußen gleich. So, aber jetzt ist hier schon. Ich meine noch kurz. Leute, will ich auch mal sagen, das war's für diese Folge. Und würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.